Herzlich willkommen auf dem Mudiguli Channel. Ich bin Sommerlaser und heute ein neues Video mit dem Thema Nintendo Switch Aufbewahrung. Also gleich am Anfang für die Leute, die keine Lust darauf haben, die können gleich abschalten. Für die Leute, die Lust haben, viel Spaß. Hier gibt es übrigens nachher noch was zu gewinnen. Da kommen wir dann später zu. Ich möchte heute zum Anlass der zweijährigen Geburtstags von der Nintendo Switch euch was Tolles auf diesem Kanal, auf den Hauptkanal vorstellen. Und zwar habe ich diese Anfrage gestellt. Und zwar kann sich der ein oder andere vielleicht, der sich mit Nintendo Switch auseinandergesetzt hat und dem das auch interessiert. Ihr wisst, ich möchte euch immer gute Sachen zeigen, die wirklich von der Qualität her tipptopp sind und wo ihr Geld sparen könnt. Und dieses Produkt handelt darüber, und zwar ist es die Firma TomTalk. Und ich habe mal auf dem Zweitkanal euch diese ähnliche Tasche, von vorne sieht die genauso aus, gezeigt. Das ist jetzt was anderes, aber da kommen wir gleich zu. Und die habe ich an euch verschenkt. In der Verschenkung, vielleicht wisst ihr das noch, da hatte ich TomTalk. Und da war das die einzigste Tasche zu diesem Zeitpunkt, die TomTalk im deutschen Markt hat. Jetzt hat TomTalk wohl ein bisschen gemerkt, dass die Deutschen Lust haben auf ihre Produkte, weil die gut sind. Und haben jetzt die neue Tasche rausgebracht, das große Case rausgebracht und einen richtig geilen Rucksack. Den könnt ihr später auch gewinnen. Das ist nämlich, den verlose ich an euch oder verschenke ich an euch. Und diese drei Produkte möchte ich euch gerne zeigen. Grund für diese Vorstellung, ich habe TomTalk angeschrieben. Ich habe gesehen, TomTalk hat auf Amazon die Taschen jetzt in DE verfügbar. Und das finde ich richtig stark. Und TomTalk hat hier richtig intelligent gehandelt. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Als Referenzmodelle möchte ich euch gerne die Modelle zeigen, die ich gekauft habe, wo es vorher keine andere Auswahl gab. Und zwar ist das einmal die normale Tasche aus Stoff von Nintendo und einmal das dicke Case von Nintendo zum Transportieren. Leider enttäuschen mich die beiden Produkte sehr für das, was man bezahlt hat. Also bei der Tasche hier liegen wir bei knapp 31 Euro, ist preislich aber okay, finde ich. Und bei der Tasche liegen wir, glaube ich, bei 20, waren das. Es sind aber Sachen, die mich richtig hart stören, die TomTalk besser macht. Fangen wir einmal mit der normalen Nintendo-Tasche an. Da ich jetzt von TomTalk das neue Modell bekommen habe, möchte ich euch das jetzt mal kurz schnell zeigen. Und zwar haben wir hier das Combo-Kit. Ganz typisch bei TomTalk, alles wird in einer Tüte ausgeliefert mit Zipper. Finde ich richtig gut. So sind die Sachen wirklich, bis sie bei euch angekommen sind, geschützt. Qualitätsmerkmal, wirklich gute Reißverschlüsse. Wir haben hier das Label von TomTalk. Wir haben hier eine Serialnummer von der Tasche, finde ich auch krass. Ist für mich wirklich schon richtig eine Marke. Und ja, wir haben hier ganz neu bei der Tasche einen Karabinerhaken, ein Lanyard, sagt man auch dazu. Da kann man hier seine Hand einspannen. Finde ich richtig stark, ist damit bei. Diese Tasche ist besonders, weil sie hier ausgehöhlt ist, wie ihr seht, und dafür sorgt, dass wir endlich auch in dem Hardcase unsere Schutzgrabbers tragen können, also unsere Schutzpakete. Und zwar habe ich mal hier, um das kurz zu zeigen, rede ich hier über die Polycarbonathüllen. Und die können wir jetzt endlich hier auch in der Hardcase-Variante transportieren. In dem Vorcase, was ich damals gezeigt hatte, ging das nicht, weil hier die Ausbuchtungen fehlten. Und da hat TomTalk jetzt die Tasche auf den Markt gebracht, wo das möglich ist. Aber TomTalk hat sich auch gesagt, hey, wir bieten hier gleich ein Combo-Kit an, was ich richtig stark finde. Und haben hier eine Silikonhülle mit reingetan. Und zwar handelt es sich um das gute Stück hier. Ist gelabelt von TomTalk. Und ja, wie ihr seht, ist das ein Grip. Gleichzeitig nicht nur ein Grip, auch ein Schutz für die Switch hinten. Und das ist halt damit bei. Ich mache euch mal ein bisschen heller, dann kann ich euch gleich auch den Stoff zeigen. Und ja, das ist hier mit bei. Finde ich richtig stark. Alle Sachen sind ausgehöhlt. Wer das jetzt nicht möchte, der braucht den ja nicht benutzen. Der kann ja die Tasche auch benutzen mit seinem Grip. Darum geht es mir hauptsächlich. Und wie ihr seht, passt das hier perfekt rein. Und man kann die Tasche ganz normal zumachen, ohne, also das sieht jetzt so komisch aus, aber ist ganz normal, seht ihr? Ja, echt perfekt. Dann haben wir hier hinten noch ein Staufach, da können wir zum Beispiel ein Kabel reinlegen. Was ich gut finde bei den TomTalk-Produkten ist, dass die Verkleidung innen drin, dass hier ein Stoff ist, ein sehr weicher Stoff und nicht einfach ganz normal, einfach nur ein Bezug. Und jetzt möchte ich euch mal kurz den Vergleich zwischen der Nintendo-Tasche und der TomTalk-Tasche zeigen. Hier seht ihr, ist das nur so ein, ja, so ein Stoffgewebe und ihr seht, dass sich hier mittlerweile
auch schon der Stoff lösen tut. Seht ihr das? Hier sind überall Flusen und das ist auch kein richtig weicher Stoff. Das ist einfach nur eine Innenverkleidung und mehr nicht. Ja, ich finde die Tasche wirklich von Nintendo nicht so gut. Hab meine Switch ungern damit unterwegs rausgenommen, weil das Problem ist einfach, ihr habt hier keinen Schutz in dem Teil. Und das ist ganz dünne Pappe hier, ganz labbrig. Und man kann es zusammendrücken und das stört mich tierisch. Hier, ich möchte es euch einfach nur zeigen, habt ihr einen schönen Stoff drin, finde ich richtig geil. Hier oben, was später auf die Switch drauf kommt, haben wir so einen flauschigen Teppich. Seht ihr, wenn ich hier gegen die Fasern gehe, kommen die hoch. Das ist richtig weich und verhindert einfach Kratzer in eurer Switch. Und dann haben wir diesen Stoff, der hier unten ist, auch nochmal hier oben. Das ist so ganz sanft weicher Stoff. Fühlt sich richtig geil an. Eine gute Verarbeitung, auch die Qualität der Nähte. Wenn ihr euch das hier mal anguckt, hier ist auch noch so ein Stoffübergang drin, der das hier schützt. Also ist auch vernäht ordentlich alles. Hier ist alles genäht, nichts geklebt. Ja, richtig stark. Und was ich gut finde ist, und das zeige ich euch jetzt mal, wir machen das Ganze zu und wir können hier das Ganze nicht einfach platt drücken. Seht ihr das? Wenn ich jetzt richtig mal mich anstrenge, ich kriege das nicht richtig zusammen. Also man braucht hier wirklich viel Kraft, um das zusammenzudrücken. Und ich finde, hier ist die Switch besser drin geschützt als in der anderen Tasche oder in den manchen Taschen, sage ich es mal so. Ich möchte euch noch eine Besonderheit zeigen bei TomTalk. Wir haben hier eine Tasse mit Wasser und ich möchte euch was zeigen. Und das ist wirklich sehr, sehr stark an den TomTalk-Produkten. Seht ihr das? Wir haben hier ein Lotus-Effekt. Oh, ja. Man muss natürlich die Blasen balancieren da drauf. Ich probiere das nochmal. Wir haben hier einen Lotus-Effekt, wo das Wasser nicht in die Tasche einzieht. Seht ihr das? Und das finde ich richtig stark. Das heißt, die ganze Tasche ist wassergeschützt. Und das ist natürlich praktisch, wenn ihr die Tasche in eurem Rucksack habt und ihr habt ein Trinken und das läuft aus. Eure Nintendo ist geschützt. Das ist hier und auch bei den meisten Taschen leider nicht der Fall. Finde ich richtig stark. Ist ein richtig cooles Gimmick, dass das hier wasserabweisend ist. Richtig, richtig stark. Hammer. Finde ich echt gut. Ich kann auch noch mal zeigen, wir nehmen mal die trockene Seite von dem Tuch und ich gehe mal hier rüber. Und wie ihr seht, ist das Tuch auch trocken. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz den Grip. Dazu brauche ich kurz andere Joy-Cons, weil ich möchte die grauen gerne dran lassen. Das sind übrigens, wer Interesse hat an diesen Schutzhüllen, das sind Polycarbonat-Schutzhüllen. Was ich gut finde, ist, dass der komplette Joy-Con geschützt ist. Ich trage die gerne, weil eben hier diese Erhöhung ist. Und wenn man größere Hände hat, ist das, wenn man ohne diese Grip-Helfer spielt, ist es bei mir so, dass meine Hände sehr schnell ermüden und es auch krampfhaft wird. Aber mit der Erhöhung hier ist es wirklich sehr angenehm. Was ich richtig stark finde, ist, dass TomTalk das auch an seiner Hülle gemacht hat. Und zwar hier, und zwar richtig gut. Das Ganze ist hier an den Seiten schön weich und hier zur Mitte hin wird das ein bisschen kräftiger, das Material. Aber fühlt sich wirklich sehr schön an, das ist halt eine Silikonhülle. Aber auch hier, ihr seht das, hier kann man schön durchgucken, wenn ihr die Konsole in der Hand hält, hier oben die Finger, hier. Und dann liegen die Hände hier schön an den Grip an und ja, ist echt entspannt. Wenn diese Knubbels jetzt nicht wären, wären die Hände irgendwie, ja, man verkrampft so ein bisschen. Ist bei mir jetzt zumindest so. Controller dran, das ist ein Mod, den habe ich gemacht. Sieht richtig classic aus. Es gab ja damals den alten Game Boy, auch in durchsichtig. Und deswegen habe ich das gemacht. Sieht richtig stark aus. Und jetzt gucken wir mal, wie leicht das hier reingeht. Hm, geht gut. Ja, schöne Sache. Ich muss noch dazu sagen, dass die Hüllen, die ich hier benutzt habe, eine andere Oberfläche haben wie die originalen Joy-Cons. Hier kann ich mir das richtig gut vorstellen, den Silikonschutz mit den Joy-Cons zu benutzen für unterwegs. Das heißt, das ist so mein Setup für unterwegs. Das ist für zu Hause zum Beispiel. Vorteil, hinten wird noch die Rückseite geschützt. Ganz praktisch. Nachteil an der ganzen Geschichte, passt so natürlich nicht ins Dock. Nee, ich würde es nicht machen. Hier wird es eng. Hier wird es eng an der Stelle. Ich würde es nicht machen. Lasst es lieber. Passt nicht ins Dock. Aber für unterwegs auf jeden Fall eine tolle Sache. Wir gucken mal kurz. Wir können hier alles noch benutzen.
alle Schlitze für die Lüftung. Hier unten die Anschlüsse sind frei, oben die Anschlüsse sind frei. Man kann die auch ganz normal bedienen. Oben die Lüftung, der Kopfhöreranschluss ist frei. Wir probieren mal kurz, ob man da einen Kopfhöreranschluss benutzen kann oder ob das stört. Passt ohne Probleme rein. Das Silikon ist genauso groß und ausgehöhlt, dass es hier an diesem Kunststoff vorbeigeht. Also das passt perfekt. Kommen wir an unser Cartridge ran. Ohne Probleme kommen wir an unsere Cartridge ran. Also ist die Hülle wirklich okay. Mich stört sie nicht. Und sie passt natürlich perfekt für diese Tasche. Wurde halt angepasst. Und jetzt kommt hier dieses weiche Vlies um drauf. Unsere Spiele hier rein. Top. Finde ich richtig klasse. Es gibt aber einen Negativpunkt. Einmal, dass das Ganze nicht ins Case passt. Ist klar, durch die Dicke. Und bei der Tasche ist ein kleines Problem, was mir aufgefallen ist. Und zwar kann man ja nicht immer nur loben. Sondern hier ist ein Problem aufgefallen. Die Spiele passen hier in die normalen Felder super rein, aber in diesen abgerundeten Feldern, das sind zwei Stück, einmal auf der Seite und auf der Seite, da sitzen die Spiele nicht allzu knackig drin. Kurzes Beispiel, ich packe mal hier ein Spiel rein und dann seht ihr, wo das Problem ist, was ich meine. Und dann mache ich mal ein Spiel ganz normal daneben. Ja, ihr seht, hier guckt es ein bisschen weiter raus durch die Ecke und hier geht es weiter rein, aber... Gut, das ist jetzt nur auf beiden Seiten einmal. Wem das nicht wirklich stört, der kann die Spieler ja auch hier in die Mitte packen. Und dann ist alles tutti. Aber ich wollte es erwähnen. Gut, das war's mit der Tasche einmal. Wie gesagt, ich finde sie sonst richtig stark. Auch mit dem Silikoncase richtig cool, dass das damit bei ist. Ich muss dazu sagen, ich wusste das nicht, weil ich mir die Taschen vorher nicht angeguckt habe. Ich habe nur TomTok gefragt, ob sie Lust hätten, mir diese... Taschen für die Videoserie zur Verfügung zu stellen und da haben die ja gesagt und da haben sie gesagt, sie schicken mir 3 Stück und ja, das war die Geschichte dazu. Hier ist eigentlich noch ein Styropor drin, ich drehe das Video übrigens zum zweiten Mal, weil das erste Video leider tontechnisch ein Problem gab bei der Übertragung der SD-Karte und ja, sehr schade, deswegen, hier war eigentlich noch so ein Styropor drin, ich blende das mal eben kurz ein, dann wisst ihr Bescheid, wie das da ankommt bei euch. Ja, so, das war's zu der zu dem Combo-Kit von TomTok. Jetzt kommen wir mal zur anderen Tasche. Auch wieder eingepackt in der Tüte, aber hier sind Luftlöcher. Nicht, dass das Ganze mieft. Zum Geruch möchte ich auch kurz was sagen. Ich pack das mal eben kurz aus. Ich rieche mal eben dran. Das Ganze riecht nach Stoff. Also es riecht nicht nach Chemie oder so. Nee, es riecht nach Stoff. Echt gute Verarbeitung. Ich rieche mal nach innen. Riecht einfach nach Stoff, hat keine Chemiegerüche oder sonstiges, riecht einfach nur nach Stoff, richtig gut. Also muss ich sagen, gefällt mir richtig gut, keine Chemie oder so. Gucken wir uns das Case an. Erstmal das Straw Case, ja, Riesencase. Gucken wir uns mal kurz von allen Seiten gemütlich an. Sieht richtig gut aus. Was ich stark finde, ist, wir haben hier an den Seiten noch Halter oder, ja, für den Tragegurt. Der Tragegurt ist hier auch mit bei, finde ich richtig gut. Schön vernäht das Ganze, Tragegriff oben, wichtiges Thema bei manchen Leuten, hier richtig ordentlich vernäht. Also ihr könnt ihr dran ziehen, hier geht nichts ab. Das Material von dem Griff und auch von dem Trageriemen ist, kommt mir so ein bisschen vor wie von einem Auto der Sicherheitsgurt. So kommt mir das Material rüber, also sehr fest, macht einen richtig guten Eindruck, sieht nicht billig aus. Ich möchte mal kurz das Problem bei der Nintendo-Tasche zeigen. Viele Leute haben ein Problem bei der Nintendo-Tasche, und zwar, dass hier die Henkel bei denen abgerissen sind, beim Tragen nach dem zweiten Mal, waren die Resonanzen auf Amazon, weil bei denen die Griffe nur eingeklebt sind. Ich muss sagen, ich mache das mal ein bisschen heller, dann seht ihr das. Ich muss sagen, bei mir sind die vernäht, ich habe hier mal ein bisschen, ihr seht das ja, ich ziehe ja jetzt hier mal ein bisschen doller. Bei mir ist das ordentlich fest, also bei mir ist das nicht, auch auf der anderen Seite möchte ich das mal eben zeigen. Hier, ihr seht das, ich ziehe hier richtig und bei mir ist das hier fest, also das kann ich nicht bestätigen. Auch ist der Reißverschluss fest, bei manchen ist der abgerissen. Bei mir sind es andere Sachen, die mich bei der Nintendo-Tasche stören. Bevor ich euch die TomTok zeige, möchte ich euch kurz das Problem zeigen. Was mich stört ist, was ich vorher positiv angesprochen habe, diese Erhöhung, dass ein bisschen mehr reinpasst, ist gleichzeitig aber auch negativ, weil die Tasche sich, ja, sie kann verrutschen, wenn sie zu ist, kann sie verrutschen und dann kann sie hier runterknallen.
Und wenn hier meine Switch drin ist, kriege ich da echt, da wird mir echt mulmig. Wenn ich da irgendwie, wenn ich die hinstelle ins Auto und jetzt noch was Leichtes oder was raufstelle, was man ja eigentlich nicht machen soll, aber ist ja egal. Oder wenn die Tasche irgendwo zwischensteht und da kommt ein bisschen Druck drauf und ich mir vorstelle, dass die Tasche dann zur Seite klappt, meine Switch hier gestaucht wird, da wird mir wirklich ein bisschen mulmig. Das ist auch auf der anderen Seite so. Das heißt, das passiert auf beiden Seiten. Wenn wir die Tasche mal ein bisschen so bewegen und hier ein bisschen Druck drauf geben, dann knallt die runter. Ist für mich ein absolutes No-Go. Fand ich nicht gut. Habe ich aber erst im Nachhinein herausgefunden. Was ich auch nicht gut finde, ist bei der Nintendo-Tasche, wie das gemacht worden ist. Guckt euch das an. Ich finde, das sieht so ein bisschen, naja, also als wäre der Aufsatz hier nochmal extra reingearbeitet worden, weil sie sich nochmal umentschieden haben oder. Was ich auch nicht gut finde, ist, die Sachen sitzen hier nicht gut drinne. Als Beispiel, die Nintendo Switch sitzt hier vorne nur drinne und der ganze Monitor ist vorne ungeschützt. Dann sitzt die Nintendo Switch auch nicht komplett drinne, sondern nur zu so einem Stück. Heißt, hier oben ist wackelig. Und wenn dennoch die Tasche so zur Seite knallt, zack. Also, nee. Da habe ich Bauchschmerzen. Ich trage die echt ungern. Man kann die Tasche auch nicht mit den Aufsätzen benutzen. Das heißt, wenn wir jetzt hier, ich muss das unbedingt zeigen, um euch zu warnen. Ich mache das Video echt extra, um euch die Kaufentscheidung zu erleichtern. Wir haben jetzt hier zum Beispiel unsere Hülle drauf oder ihr habt eure Carbonhülle oder was weiß ich drauf. Dann war es das mit der Nintendo-Tasche. Ne? Das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Und das hat mich auch sehr gestört. Das heißt, ihr könnt das echt nur in Standardkombination benutzen. Ist für mich nicht gut. Was mich auch nervt, wir haben einen Pro-Controller. Wir setzen den rein und seht ihr das? Der passt nicht richtig. Der ist bauähnlich wie der Pro-Controller. Der Pro-Controller geht ein bisschen, der Coin hier, der Träger geht ein bisschen rüber. Aber trotzdem sitzt der ähnlich hier drin. Und jetzt möchte ich euch was zeigen. Ich mache mal hier den Controller rein und Zubehör hier an die Seite. Und jetzt zeige ich euch mal was. Ich mache das Ganze zu. Und? Hört ihr das? Ja. Das kommt, weil der Controller hier nicht fest sitzt. Und alles, was ihr hier reinsteckt, außer das Dock. Das Dock ist das Einzige, was hier einigermaßen fest sitzt, aber... Und die Switch, leider ist es wirklich traurig, fast ähnlich. Ja, und ich will einfach meine Switch nicht in so einem Case transportieren. Gefällt mir überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich leider erst alles im Nachhinein erfahren. Ärgerlich. Wollte ich euch aber zeigen, diese Sachen. Das heißt, dass das hier zur Seite knallt, stimmt, kann ich bestätigen. Dass der Griff oben rausreißt, kann ich nicht bestätigen. Ist bei mir nicht der Fall. Ihr habt auch gerade gesehen, ich ziehe hier und da passiert nichts. Ja, kommen wir jetzt zu der TomTalk-Variante und ich finde, TomTalk hat hier alles richtig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben auch wieder hier eine schöne Oberfläche, das Ganze ist hier so eingelassen, seht ihr das? Die Symbole sind eingelassen. Auch hier wieder ganz klar, möchte ich kurz demonstrieren, wie bei allen TomTalk-Produkten, auch hier das Ganze wasserfest und ich möchte mal die Wassertropfen so ein bisschen hier drauf lassen, dass ihr seht, dass ich das auch ein bisschen länger drauf lassen kann, ohne dass das hier einzieht. Ja. Ich wische mal eben kurz hier den einen Tropfen weg. Zack. Und hier oben die kleine Fitzel, die kann man auch einfach aufsaugen. Das geht echt gut. So, jetzt haben wir die Fitzel ja hier ein bisschen länger drauf und wie ihr seht, da, das ist immer noch komplett frei. Also wir können hier immer noch die Fitzel bewegen. So, ich saug die mal ab. Und weg. Jetzt nehme ich mal eine trockene Seite, wenn ich hier überhaupt noch eine finde. Gehe hier rüber. Trocken. Ja, das sind jetzt nur die Fasern, die dagegen gingen. Und jetzt kommt hier auch die Feuchtigkeit überall durch. Also das ganze Tuch ist leider nass. Ihr könnt mir vertrauen, wenn ich sage, das hier ist trocken. Machen wir die Tasche auf. Das erste Erscheinungsbild ist wirklich geil. Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr begeistert von TomTalk. Die Qualität spricht für sich. Wir haben hier auch wieder das Logo. Dann haben wir hier auch wieder eine Serialnummer für diese Tasche, für dieses Case. Wir haben wieder die JKK-Reißverschlüsse und hier auch das gleiche Ding. Komplett außenrum wasserabweisend. Dann haben wir hier innen drin eine Anleitung in Deutsch, Japanisch und Englisch, wie wir die Sachen einzusortieren haben oder wie sie es als Tipp geben. Und das finde ich richtig stark. Nintendo kriegt das nicht auf die Reihe,
so ein Papier mit reinzulegen. Ist einfach nur ein Stück Papier, aber es wird wenigstens gezeigt, wie alles reinkommt. Nintendo denkt sich einfach, probier selber aus. Ja, finde ich nicht schlimm. Hier haben sie alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Diese Tasche ist wirklich toll. Ich muss euch da ja mal heller machen, weil das alles sehr schwarz ist. Hier haben sie alles richtig gemacht. Wir haben hier ein Riesenfach für Spiele. Wir haben hier keine Probleme mit den Ecken. Hier ist alles richtig gut gemacht. Und wir haben hier kleine Netze. Und das finde ich richtig stark. Ich möchte das mal zeigen. Die Spiele kommen hier rein. Und dann können wir durch die kleinen Netze auch noch ein bisschen was erkennen. Das scheint hier durch. Finde ich richtig gut. Also finde ich echt gut gemacht. Die Verarbeitung ist wirklich hervorragend. In einem 1A-Zustand. Dann ist hier auch noch dieser Stoff, dieser flauschige Stoff, der eure Spiele auch noch beim Reinschieben schützt und nicht zerkratzen tut. Also nicht mal das Plastik wird hier beschädigt. Das Ganze haben wir dann aber auch noch von der Rückseite. Das heißt, alle eure Sachen, die hier reinsortiert, sind geschützt mit einem flauschigen Untergrund. Und warum? Guckt euch mal an, wie groß das ist. Hier hinter haben wir nämlich noch ein Fach. Und wenn ihr hier Kabel reinpackt, HDMI, das sind überall scharfe Kanten. Das wird alles geschützt durch den Deckel oben, werden alle eure Sachen geschützt. Seht ihr? Und das finde ich geil. Das finde ich wirklich sehr geil. Durchdacht. Silikatkissen. Hier ist das Ganze so. TomTok hat gesagt, sie machen hier keinen festen Einsatz rein, sondern so eine Art Hartschaum in Futter. Aber dieses Hartschaum hat auch einen leichten Überzug. Also es ist weich, es ist fest, aber gleichzeitig gibt es auch nach. Also es gibt so ein bisschen nach. Man kann das so drücken. Seht ihr das? Ja, es ist schwierig zu zeigen. Hier vielleicht so. Seht ihr das? Und das finde ich stark. Das ist eine coole Kombination aus weich, flexibel, aber doch fest. Ja, richtig stark. Tasche von innen. Haben wir auch den Stoff drin, also so weichen Stoff, gut verarbeitet, man sieht überall die Nähte. Hier auch wieder das Logo von TomTok, also wirklich toll, gut verarbeitet, auch hier mit Extraschutz nochmal reingenäht. Alles genäht an der Tasche, hier ist nichts geklebt und dann kommt hier der Einsatz rein und der passt perfekt. Man könnte natürlich diese Tasche auch für was anderes benutzen oder man holt sich den Einsatz raus und hat hier flexibel, kann ja auch alles lose reinschmeißen und kann das bis oben voll stapeln. Ich finde das richtig stark, hier wird einem überlassen, was man machen möchte. Dann haben wir hier oben das Reißverschlussfach, das möchte ich euch auch noch kurz zeigen. Auch meiner Meinung nach extrem intelligent, wir haben eine riesen Fläche. Und der Reißverschluss ist mit einem Gummigeschütz. Genial. Das heißt, der zippelt hier nicht einfach rum und kommt hier an die Seite und zerkratzt uns unsere Kunststoffsachen. Nein, der kommt hier unter das Gummi und ist dadurch fixiert. Das ist für mich einfach nur, hier wird mitgedacht. Schönes elastisches Gitter, schöner Stoff. Der Stoff ist zweiseitig, das heißt, wir haben hier einmal den Stoff und innen drin ist nochmal ein Vlies mit dran. Also richtig geil. Hier haben wir auch den Trageriemen drin. Hier ist auch dieses gurtartige Material, was ich euch sagte. Ist sehr steif, aber dadurch auch fest. Mit Karabinern aus Hartkunststoff, leider nicht aus Alu. Das wäre natürlich one top, aber wir müssen auch den Preis im Auge behalten. Aber festes Material, drehbar. Der Haken geht sehr schwer, also lösen so leicht ist nicht. Und das Ganze hier auch nochmal mit dem Schulterpolster richtig schön gemacht. Schön dickes Material. Hier ist auf jeden Fall eine Polsterung drin aus, ja weiß ich nicht, aus einem Polstermaterial halt. Und das Ganze ist auch beweglich nach rechts und nach links. Das heißt, man kann das schön positionieren. Man kann auf beiden Seiten den Gurt einstellen auf der Länge. Habe ich ausprobiert im ersten Video. Funktioniert richtig gut. Danach haben wir hier drinne, guckt euch das an, richtig viel Platz und man könnte theoretisch sogar, na das ist zu dick, man könnte theoretisch sogar eine Switch hier reinpacken ohne Probleme und das Ganze benutzen, also noch transportieren, weil der Deckel hier komplett ein eigenes Fach ist in der Größe und ihr habt hier so viel Platz drinne, Wahnsinn, finde ich richtig gut. Ja, ich habe mal jetzt vor, das kurz einzupacken und dann sind wir auch schon fast am Ende. Aber ich möchte euch natürlich hier alles zeigen und mir ist auch wichtig, dass ihr hier aufgeklärt werdet. Wir packen jetzt mal alles rein. Pro-Controller sitzt richtig geil drinne. Seht ihr das? Hier wackelt nichts. Seht ihr das? Und er passt perfekt. Dann die Switch passt hier vorne rein. Wunderbar.
und komplett drinne. Es guckt hier nur noch ein kleiner Spalt raus. Komplett hier drinne. Egal wie rum. Ist das geil? Ich finde das so geil. Und die nächste Besonderheit. Joy-Con ab. Jetzt haben wir hier unseren Grip dran. Wir können auch den Silikon-Grip dran machen. Ist egal. Und guckt euch das an. Wie geil ist das? Hier wurde einfach mitgedacht. Und das Ganze rausziehen und das Ganze andersrum passt genauso. Wie geil ist das bitte? Jetzt mal ohne Scherz. Hier wurde einfach mitgedacht. Ein Daumen nach oben für TomTalk. Dann haben wir jetzt noch Joy-Cons übrig. Komm einfach hier in den Grip rein. Wie gesagt, das Zubehör von Nintendo. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, die originale Nintendo-Tasche. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die normale Nintendo-Tasche kriegt es nicht hin, einen Pro-Controller zu verstauen und noch einen Extra-Controller, was als Zubehör dabei ist. Das heißt, den müsstet ihr zu Hause lassen bei Nintendo. Verstehe ich einfach nicht. Das Dock kommt ohne Probleme hier rein und ist auch komplett geschützt. Richtig stark. Hier ist Platz fürs Netzteil. Und zwar passt das hier nämlich perfekt rein. Können wir alles nämlich auch der Anleitung entnehmen. Und was ich richtig stark finde, hier wurde mitgedacht. Und zwar dieses lästige Zubehör kommt einfach hier rein. Guckt euch das, ich finde die Tasche so mega geil, weil ihr hier einfach alles schön einpacken könnt. Dann nehmt ihr die Kabel und packt die einfach hier hinten ins Dock rein. Zack, aufgeräumt. Ist das geil? Jetzt geht's weiter. Zumachen, oben in die Tasche. Kommt jetzt HDMI-Kabel, Ladekabel, alle möglichen Arten von Kabel rein. Und dann habt ihr sogar noch tonnenweise Platz für, weiß ich nicht, könnt ihr noch Spiele, unendlich viele Spiele mit reinpacken. Eventuell noch einen zweiten Controller. Ihr habt so viel Platz hier drin, das ist einfach nur irre. Also das mal kurz zu der großen Tasche. Wie gesagt, bei Nintendo müsst ihr auf die kleinen Dinger verzichten, außer ihr packt sie in diese Tasche. Das wird dann schon ein ziemliches Gequetsche mit den Kabeln. Ihr müsst bei Nintendo auf den Controller verzichten. Das Ganze ist locker bei Nintendo. Jetzt möchte ich euch mal was zeigen. Jetzt haben wir hier alles drin. Wir klappen das zu. Machen den Reißverschluss zu, liebe Leute. Und jetzt hört mal. Ich halte mal hier die Dinger fest. Es sind nur die Reißverschlüsse, die ihr hört. Merkt ihr das? Es klappert hier nichts, wie bei der Nintendo-Tasche. Und das finde ich einfach nur Killer. Weil hier einfach alles ordnungsgemäß an seinem Platz ist und auch fest drinne ist. Und hier wackelt nichts, hier rappelt nichts. Ihr könnt genug Spiele einsortieren. Ihr habt ein Riesenfach. Hammer. Ich liebe diese Tasche. Und ich bin froh, dass TomTalk diese Tasche auf den Markt gebracht hat, auf den deutschen Markt. Ich bin richtig happy und wollte euch diese Tasche unbedingt zeigen, damit ihr keinen Schrott kauft, sondern was richtig Geiles euch besorgt für eure Konsole. Ebenso wie mit dem Combo-Kit. Da habt ihr aber noch die Möglichkeit, noch die andere zu nehmen, wenn ihr dieses Silikon-Ding nicht wollt oder. Also TomTalk hat jetzt alle seine Produkte hier. Und die Links sind natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich muss hier auch nochmal ein Dankeschön sagen an TomTalk, dass sie mir die Sachen gestellt haben für die Videoserie. Ich habe die Anfrage gestellt und die haben mir kostenlos diese drei Produkte zur Verfügung gestellt und haben sich gefreut, dass ich ein Video machen möchte. Und bei der Qualität und dem Know-how sehr gerne. Mache ich super, super gerne. Ich wollte euch schützen vor den Nintendo-Taschen. Auf der einen Seite ist es zwar günstiger, wir reden hier bei 40 Euro, wir reden hier bei 26 Euro. Bei den Nintendo-Taschen ist es 20 und 30 Euro. Aber ich finde, der Preis ist bei Nintendo einfach nicht gerechtfertigt für die schlechte Qualität. Und da lege ich doch echt ein bisschen mehr Geld hin und kaufe was Ordentliches. Und hätte TomTalk mir die Sachen nicht zur Verfügung gestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich sie mir auch gekauft fürs Video und hätte es trotzdem hier gezeigt. Aber sie haben es mir geschenkt und daher möchte ich euch noch das dritte Produkt kurz zeigen. Einmal nur kurz reinhalten. Und zwar ist das hier ein Rucksack von TomTalk noch. Und zwar ein Rucksack, womit ihr eure Switch transportieren könnt und noch viel mehr. Leider ist das Video hier schon zu Ende. Ich mache hier ein Extra-Video und in dem Extra-Video könnt ihr den auch
gewinnen. Ich werde ihn an euch verschenken als Dankeschön für die Unterstützung und allem drum und dran. Ich bin mit dem großen Case absolut zufrieden und mit dem kleinen Case auch. Wenn jemand noch Interesse hat, und das möchte ich hier auch noch kurz loswerden, wenn jemand Interesse hat an den Nintendo Case, an den großen und an der Nintendo Tasche, dann könnt ihr die auch noch gewinnen. Aber nur, wenn ihr Interesse habt. Das heißt, ihr kriegt nicht nur den Rucksack, ihr kriegt auch noch das Nintendo Case, das große, und die Nintendo Tasche. Wenn ihr Interesse habt, sagt Bescheid, dann werde ich das mit in dem Video reinmachen. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, aber wie gesagt, ich bin zufrieden. Ich habe meine beiden Hauptprodukte endlich gefunden, worum es mir hauptsächlich ging. Eine gute Aufbewahrung zum Transport und Aufbewahren und für unterwegs, wo ich meine eigenen Hüllen benutzen kann. Ja, gut, das war's. Wie gesagt, Tasche im nächsten Video. Ich bedanke mich herzlich bei euch und schalte auch wieder ein, wenn es heißt Laserteil. Tschüss.